funktioniert einfach nicht. Tja. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Schnappen wir uns erstmal den ersten, der irgendwo da oben ist. Nummer 1. Nummer 2 ist irgendwo da hinten. Da oben. Hier ist keine. Ich meine, es gibt ja wirklich viele Leute, die richtig, richtig gute Ideen haben. Aber die werden dann wieder von den Großen im Endeffekt geschluckt. Und dann war es das. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Haben wir doch schon gehört. Bellwether, die Sache mit den Fibonacci-Zahlen. Ich habe auch gelitten. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel davor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit dem Merlot. Dem Merlot? Bitte, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. War das übertrieben? Na gut, Damien. Reden wir. War das übertrieben?
Man weiß es nicht. Borderlands geschädigt. Vielleicht. Ist ja heute Borderlands Donnerstag, sag ich schon. Borderlands Sonntag. Kann also sein, dass ich einfach versuche, hier so ein bisschen Borderlands-Feeling reinzubringen. Also ich will echt mal in das Big Sur. Du checkst ein und sofort gibt es kein Telefon, Internet oder andere Elektronik mehr. Stell dir vor, die Welt auszuschalten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Sicher könntest du. Du musst sogar. Jeder sollte das. So ist die neue Mode. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Wie viel? Zwei Riesen, dafür kein Internet. Ups. Sehr schön. Ich habe euch da was hingestellt. Alter Mann, ey. Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier denn? Der gute Sekt. Der gute Sekt. Mein Gott. Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Glaub ich was zufällig. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du als Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Deswegen hast du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Du machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten. Ja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Aber ein Bösch gemacht. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was in Merlot passiert ist. Ja.
Ja. Jetzt müssen wir wieder da ganz nach hinten, ne? Viel schlimmer ist, ich krieg Hunger. Heißt. Wir machen das eben noch und dann. Ich weiß gar nicht, wann fängt denn Akt 2 eigentlich an? Keine Ahnung. Puh. Das Ding ist halt, wir sind immer noch in Akt 1, weil ich einfach so viel Scheiße nebenher gemacht habe. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir im späteren Verlauf, weil größer wird die Karte nicht, relativ wenig Nebengeschichten machen. Weil ist ja dann schon alles erledigt. Corona-Party. Naja, also hier die Sache mit dem Verbrechen erkannt und so. Boah, nee, nicht schon wieder das. Zack. Habt ihr da gerade zugehört? Ah. Immer wenn ich sie sehe mit ihren gemachten Möpsen. Ich habe gesehen, wie sie das machen. Sie klappen sie auf wie eine Dönertasche. Jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe mit ihren gemachten Möpsen, muss ich an Döner denken. Ist das geil. Ah, ich werde jetzt auch jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der gemachte Möpse hat, an Döner denken müssen. Erinnere dich. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... Ja, weil... Ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt.
Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lina nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Ja, irgendwie schon ein bisschen. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Nein. Vielleicht hat sie recht. Lina ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Gar nicht. Du hast ein Problem. Jodie, so hieß er. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig, ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Wie ist das passiert? Er ist halt nicht gestorben. Gormin Heights, das ist da. Dann gehen wir mal dahin. Er ist halt nicht gestorben. So einfach ist das. Motorrad. So, eingeparkt. Nicht der Pizzamann. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Wie unauffällig. Zack. Zack. Ach, Jordi, was hast du getan? Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Die wohnen hier. Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut damit. Sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stückchen aus die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tut mir einen Gefallen, beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion, der ist nicht mehr so tot. Kurden haben ihn jetzt in Chicago gefängelt. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von denen lag in die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten.
Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich voll gebissen auf deine Schuppen. Kümmer dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Uiuiuiui. Naja, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung. Machen wir schnell, okay. Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke. Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist so sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Dann fangen wir mal an. Ich bin blockiert, Pierce. Kann ich das machen? Ja, ich sehe dich, Freundchen. Hörst du mal auf, mich anzupusten? Ist dein Freund. Ich hab keine Freunde. Danke. Könnte auch was mit B sein. Du hast keine Ahnung, wer er ist. Wohl nicht. Ich erschieße ihn. Danke. Och Gott. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir am Mittwoch.